Hallo und herzlich willkommen zu dieser Bitwig Practice Session. In dieser Folge geht es um MSEC und Bitwig. Was das ist und warum ich darüber spreche, das erkläre ich euch jetzt, aber legen wir doch einfach mal los. So, gleich vorweg, leider gibt es kein natives MSEC in Bitwig. Naja, es gibt so ein paar Kleinigkeiten, die könnte man damit vergleichen, aber das kommt der Sache nicht so ganz nah. Zum Beispiel so ein Four-Stage. Der macht so ein bisschen MSEC, aber halt auch nur sehr, sehr eingeschränkt. So ein bisschen vier Stationen, die man loopen kann. Aber das ist jetzt ja noch nicht wirklich MSEC, aber ich sag mal so ein Mini-MSEC. Aber es gibt eine Möglichkeit, einen kleinen Workaround zu schaffen mit den Clips, mit einer eigenen Clip-Library. Wie das geht, zeige ich euch gleich mal, aber zuallererst so. Was bedeutet eigentlich MSEC? MSEC heißt im Englischen Multistage Envelope Generator und auf Deutsch übersetzt heißt das Ganze mehrstufiger Hüllkurvengenerator. Das bedeutet, eine Hüllkurve oder ein Envelope ist das hier, was man hier unten kennt mit dem ADSR, Attack, Decay, Sustain, Release. Das wird meistens auf Lautstärke oder auf Filter eingesetzt und dann ab und zu auch mal mit einem ADSR-Modulator oder einem, da gibt es ja mehrere, AHD oder AHDSR oder diese Plug-Modulatoren im Grid. Da gibt es ja alles Mögliche an irgendwelchen Hüllkurven, die man generieren kann. Der klassische ADSR hat ja, die Abfolgen, also dass der meistens zeitlich parametrisiert ist, sprich Attack und Decay ist einfach eine gewisse Zeiteinheit, die das Signal von minimal zu maximal, von maximal zu Level braucht und Level ist eben Sustain und das ist der einzige nicht zeitorientierte Parameter in dieser Hüllkurve, der einfach quasi so lange gehalten wird, bis ich den Finger von der Taste nehme oder die Note aufhört zu spielen und dann geht wieder die Zeit von dem Release los. Der MSEC, das MSEC, die MSEC, keine Ahnung. Also der Multistage Envelope Generator ist noch einfacher, der geht nur von zeitbasierten Parametern aus. Und zwar kann man MSEC, ich packe hier einfach mal ein Tool rein, damit ich da schön mit rumspielen kann. Mache hier eine Automation dazu und ein MSEC ist eigentlich nichts anderes als eine Automation. Das heißt, ich könnte hier jetzt einfach mal. Machen wir das Ganze vielleicht nicht so groß hier. Zwei Takte reichen im Endeffekt. Das Ganze hier noch geloopt. So, das heißt, ich male jetzt hier meine Automation rein. Zum Beispiel so. So. Mit dem Pencil-Tool in der Alt-Taste kann ich hier noch so ein bisschen rummalen, entsprechend wie mein Grid hier eingestellt ist. Da kann ich natürlich auch noch auf 32 gehen so. Und hier nochmal so ein bisschen ein paar Stufen reinmalen. Und hier vielleicht oder mit der Alt-Taste hier nochmal so eine Kurve einmalen. Oder hier nochmal. Und schon habe ich hier eine Hüllkurve, wenn ich mir jetzt diese Strings anhöre, wenn das von vorne anfängt. Und auch tatsächlich spielt, weil ich so. So, jetzt habe ich meine Automation und im Prinzip ist das so mal die grundlegende Funktion eines MSECs. Das heißt, eine Automation, die ich aber bei einem MSEC-Plugin oder bei einer nativen Implementation eigentlich zum Beispiel auf eine Note legen kann, sodass wenn ich eine Note anschlage, wird diese Automation ähnlich wie ADSR abgespielt oder ich kann das loopen oder One-Shot oder was auch immer ich damit machen möchte, kann ich damit veranstalten, im Gegensatz zu so einer Automation, die läuft einfach zeitlich ab. Egal, ob da eine Note spielt oder keine oder eine neue anfängt oder noch eine alte erklingt, diese Automation wird immer abgespielt. So, im Gegensatz, es gibt ja solche Plugins wie das LFO-Tool oder Gatekeeper, mit denen kann ich das dann quasi auch unter Bitwig realisieren, dass ich die dann quasi benutze. Ich wollte das aber nicht, weil ich so häufig jetzt MSECs auch nicht benutze,
Aber ich dachte mir, für manche Sachen ist das vielleicht gar nicht schlecht, weil die zeichnest du immer mal wieder ein. Und da wäre das eigentlich ganz cool, wenn ich quasi aus so einer Bibliothek schöpfen könnte. Und das ist der eine Teil. Und zwar, ich lege hier jetzt gerade mal, machen wir das hier mal. Löschen wir das hier mal und ziehen mal eine neue Spur hier auf. Vielleicht da ganz unten hin. Und ziehe mal das Tool hier rein. Und zwar wollte ich das so machen, dass ich jetzt nicht nur einfach so eine Automation hier anlege. Das wieder auf 0 zurück. So eine Automation hier anlege, sondern. Und ich zeichne hier jetzt einfach mal so ein bisschen hin, die ich dann quasi abspeichern kann und wieder neu reinladen kann, sondern ich wollte diese Automation zum Beispiel, dass ich die so ein bisschen komprimieren kann, also dass ich sagen kann, ja, spiel mir das so in dieser vollen, mit diesem vollen Ausschlag oder komprimier mir das, damit der Maximum und Minimum nicht mehr so weit auseinander liegt, dass es einfach so ein bisschen weniger Dynamik erhält. Da war noch so meine Idee dabei. Und wie ich das gemacht habe, erkläre ich euch gleich, aber erstmal haben wir das ganze Thema Clip Library fertig. Das heißt, um diese Automation zu speichern, muss ich natürlich einen Clip anlegen. Und ganz, ganz wichtig ist, der Clip muss irgendeine Note enthalten. Ist völlig egal, lange, kurze, oben, unten, völlig wurscht. Da muss eine Note drin sein, weil wenn da keine Note drin ist und ich speichere diesen Clip ab, was ich machen kann, ist aber die Automation weg. Das heißt, immer bei so einem Clip dann auch eine Note rein, eine, oder ihr nehmt einfach, was ihr hier komponiert habt und speichert das einfach mit ab. Das ist ja völlig egal, so ein paar Noten, das ist jetzt vom Platz her nicht wirklich schlimm. So, das heißt, Clip anlegen, Note rein und dann kann man Rechtsklick auf den Clip machen und ganz unten Save Arranger to Clip Library und dann kann man hier am besten einen entsprechenden Namen. Ich mache das dann meistens so, dass ich mit MSEC anfange. Jetzt habe ich hier ein Tool-Device, dann gebe ich noch das Tool-Device mit, dann sehe ich dann nachher gleich im Browser, um was es sich da alles handelt. Und hier würde ich jetzt zum Beispiel versuchen, irgendwie einen entsprechenden Namen zu nehmen. Wenn mir nichts einfällt, dann nummeriere ich das einfach durch, was aber relativ schlecht ist zum Wiederfinden. Sagen wir einfach mal, das Ding heißt jetzt Welle, vielleicht doch nochmal eine Nummer hinten dran. Und in die Tags gebe ich nochmal MSEC, Enter-Taste und Tool ein. Das heißt, ich habe das hier oben einmal in der Beschreibung und einmal in den Tags drinne. Und ganz wichtig, Save Devices in Clip. Zack. So. Und wenn ich diesen Clip jetzt aufrufen will, dann mache ich hier einfach meinen Clip Launcher auf und lade hier mit diesem Pluszeichen einfach einen Clip rein. Und jetzt kann ich hier zum Beispiel einfach mal MSEC eingeben und finde hier schon mal eine ganze Menge. Und durch die Tags kann ich hier nochmal extra filtern quasi nach Filter oder nach Tool. So, und ich habe hier auch nochmal MSEC. Was ihr hier vorne seht, ist, ich habe hier schon zwei so Collections angelegt. Und das mache ich einfach, indem dass ich hier mir das MSEC-Tag auswähle. Rechter Mausklick, Create New Smart Collection. Und jetzt nenne ich das Ganze MSEC Smart Collection. So, drücke OK und jetzt habe ich hier MSEC Smart Collection, der mir hier alle MSECs quasi anzeigt. Das heißt, öffne ich den Browser und ich habe hier ein Tool. Und wo habe ich das? Die Welle ist hier. Lade ich rein. Und hier sehe ich meine Automation. Kann das hier auch alles nochmal löschen, falls mir jemand nicht glauben sollte. Und auch das Tool rauslöschen, zum Beispiel. Ich bin hier auf meiner Spur, sage ich will hier MSEC, dann meine Welle. Und hier habe ich jetzt das Tool und die Automation. Die Automation kann ich jetzt hier reinladen und habe die jetzt parat. So, und jetzt stehe ich noch vor einem anderen Problem. Ich möchte ja diese Automation quasi bei dem Polysynth haben und der soll dann quasi auch gleich noch das Tool dabei haben. Jetzt kann ich anfangen, wild Sachen hin und her kopieren mit dem Bereichsauswahl-Tool,
zum Beispiel dann hier oben eine Automation anlegen und, aber es geht wesentlich einfacher. Man nimmt einfach dieses Tool, schmeißt den auf den Polysynth drauf und sieht dann hier schon Tool, Volume, alles ist da. Meine Temporärspur hat jetzt kein Device mehr, brauche ich nicht mehr, kann ich löschen. So, und jetzt habe ich hier auf dem Polysynth, habe ich diese Tool-Automation. Ups. So, kleiner Hinweis noch, wenn ihr so eine Automation hier gespeichert habt, das ist relativ einfach, wenn man sagt, hey, okay, ich will das jetzt, oder nicht gespeichert, sondern erstellt habt, und ihr möchtet das hier jetzt quasi speichern auf dem Clip, wenn der jetzt hier länger güngte. So, machen wir hier die zwei voll, das wäre der Clip, den ihr speichern wollt. Dann mache ich das normalerweise, dass ich diese Spur einfach dupliziere mit Steuerung D. Was ich hier nicht habe, aber dann müsste ich es irgendwo hier haben. Duplicate, Steuerung D, Control D. Dann nehme ich diese Spur, entferne alles, was ich nicht haben will, hier unten. Und meistens geht mir dann das Tool mitflöten. So. Jetzt habe ich nur noch das, kann benenne diesen Clip einfach meinen Clip und habe hier auch immer noch die Automation drin und den Clip speichere ich mit Rechtsklick, Save Arranger to Library, mein Clip, MSEC, Tool, MSEC und Tool, hier vorne vielleicht auch nochmal MSEC und Tool, mein Clip. 02 zum Beispiel, Save Device in Clip und OK und los geht's, ist das Ganze gespeichert. Das nur so als Schnelltipp, wenn man mal zwischendurch eine coole Automation speichern will. So, und jetzt kommen wir zu dem ganzen Thema, ich will da die Dynamik verringern. Und zwar, ich lege mir jetzt hier einfach nochmal einen neuen an, den lege ich hier runter und hole mir jetzt ein Tool rein. So, und bei diesem Tool will ich jetzt eine Automation reinmachen, die ich quasi komprimieren kann, dass die ganze Dynamik so ein bisschen weniger wird, dass zum Beispiel, dass ich das automatisieren kann oder so. Und dazu nehme ich mir jetzt einen Makro 4 Knopf und der Makro 4 Knopf hat 4 Drehregler. Und was ich jetzt hier mache ist, ich benenne erstmal dieses Tool im Inspektor um. Für mich ist das ein MSEC-Tool. So. Die Benennung mache ich immer im Vorfeld schon mal. Hier unten, da will ich die Volume Automation richtig schreiben. Die Volume Automation mitmachen. Das heißt, hier sage ich Add Automation Lane. Die drehe ich schon mal auf, damit ich 100% Volume habe. Den Inspektor mache ich erst nochmal zu. So, und jetzt kann ich hier mal den Clip Launcher zu. Und jetzt kann ich ja hier in meine Automationslinie, nehmen wir mal eine ganz einfache Sache, 100% und Ende vom zweiten Takt, bisschen hin und her wackeln, damit es auch am Anfang ist. So, und das Ganze machen wir jetzt schön groß, damit man das sieht. Und auf Solo. So, und jetzt sehe ich, wenn er die Automation abläuft, von 100% runter auf 0%. So. Und was ich jetzt hier mache, hier in der zweiten Rolle, das ist eine Umlenkrolle für mich. Weil was ich damit jetzt mache ist, ich moduliere diese Umlenkrolle mit dieser Volume Automation und zwar gegen den Uhrzeigersinn. Und die Umlenkrolle drehe ich komplett auf. Das heißt, wenn jetzt hier die Automation abläuft, sehe ich, die untere Volume-Automation geht ordnungsgemäß runter und die Umlenkrolle geht hoch. Das heißt, die läuft entgegen. Warum ich das jetzt mache, ist, weil der nächste Regler ist bei mir der Amount-Regler, wo ich die Dynamik der Automation regle. So, und den Amount-Regler, den regle ich über die Umlenkrolle auch gegen den Uhrzeigersinn. Und den drehe ich komplett auf. So, wenn ich jetzt das Ganze abspiele,
sehe ich auch, dass die Amount-Rolle auch wieder von 100% auf 0% runtergeht. Und die kann ich jetzt auch bewegen und hier einschränken, quasi komprimieren. Würde ich das hier unten machen, dann breche ich hier die Automation. Dann hört die auf, dann funktioniert das nicht mehr. Und hier mit dem Amount-Regler kann ich das machen. Deshalb mache ich diesen kleinen Trick mit der Umlenkrolle. So, und jetzt möchte ich natürlich, dass das auch Auswirkungen hat, weil wäre jetzt ein Instrument dran, wird sich hier nichts ändern, weil ja hier dieser Null-Volume-Regler nicht moduliert wird. Den drehe ich jetzt hier einmal auf 0 und dann moduliere ich den. Moment. So, mit auf 1. Das war jetzt 99. Machen wir es uns jetzt einfach. 99 ist doof, machen wir auf 1. So. Und dann habe ich noch hier diesen Parameter. Den nenne ich einfach auch nochmal Parameter. Und mit dem moduliere ich jetzt auch nochmal hier auf 1. Wieso habe ich den Inspektor? Also. So, auf 1 Steuerung Klick kann ich das verändern. So. Ups. So, und wenn ich jetzt den Amount-Regler hier klicke, drehe, dann sehe ich, dass der nur noch so einen gewissen Bereich macht. Da das aber meistens dann zu leise ist, kann ich mit dem Parameterregler das Ganze höher ziehen. Das heißt, ich kann den so einstellen, dass der quasi bei 100% Lautstärke anfängt, aber nur diesen Bereich moduliert. Das ist nicht ganz linear, aber ich kann so ein bisschen meine Dynamik steuern. Wenn ich den Amount-Regler wieder aufhabe, muss ich den Parameter wieder zurücksetzen und dann habe ich wieder die volle 100% bis Infinity 0% Volume. So, das kann ich mit dem Tool-Device machen und das gleiche kann ich, oder nicht ganz das gleiche, zum Beispiel mit dem Filter-Device machen. Dann nehme ich auch wieder einen Makro 4, benenne den Filter, ich lasse das jetzt hier vielleicht gerade noch mal auf, den MSEC-Filter. Und dieses Tool, das lege ich nur ein einziges Mal an und dann speichere ich das natürlich in meiner Preset-Library als MSEC-Tool. Auch wieder MSEC-Tool. Nehmen wir das mal Tutorial. Ups, Tutorial. Kategorie habe ich es in Utilities gelegt. Dann kommt hier wieder ein Tag MSEC und ein Tool rein, weil es ein Tool ist. Hier unten kann man dann noch eine Beschreibung reintun. Und dann ist das Tool hier abgespeichert. Und wenn ich das hier neu lade, Audio Devices, kann ich hier eingeben, MSEC in Presets. Und dann habe ich hier mein MSEC Tool Tutorial. Und dann kann ich das einfach reinladen und habe schon die ganzen Umlenkrollen und alles Mögliche definiert. Wenn ich hier so drüber gehe, sehe ich dann schon, was das alles da ist. Das heißt, ich muss das nur ein einziges Mal machen, habe das in meinen Presets drin. Beim Filter ist es ein bisschen ähnlich. Den Filter habe ich jetzt MSEC-Filter genannt. Der heißt hier unten einfach Filterautomation. Das Ding heißt wieder Umlenkrolle. Das ist wieder der Amount. Deutsche Begriffe für Amount, Bereich oder so, ist mir noch nichts wirklich Schönes eingefallen. Das Ding nennen wir Parameter. Und jetzt geht die ganze Chance wieder los. Ich drehe mal den Filter auf voll auf und mit dem moduliere ich die Umlenkrolle gegen den Uhrzeigersinn. Die Umlenkrolle drehe ich komplett auf, den Amount drehe ich komplett auf und mit der Umlenkrolle moduliere ich auch den Amount gegen den Uhrzeigersinn. So, den Filter drehe ich jetzt hier einfach ganz runter und mit dem Amount moduliere ich den Filter und mit dem Parameter moduliere ich den Filter auch im Uhrzeigersinn. Und wenn ich jetzt zum Beispiel einfach sage, hier Add Automation Lane und kopiere mir jetzt einfach mal, weil es einfach ist, den Bereich hier, vielleicht den ganzen Takt, hätte von Vorteil, hochziehen, Steuerung-Taste drücken, fallen lassen, habe ich kopiert. Und dann sehe ich schon hier, der geht von 100 auf 0. Das ist die Umlenkrolle. Der Amount geht von 100 auf 0.
Der geht von 100 auf 0 und wenn ich den Amount jetzt einschränke, dann habe ich nur noch den Teil hier unten. Mit dem Parameter schiebe ich das einfach weiter hoch, sodass man den Ton vermutlich dann auch immer noch hört. So. Und warum ich das alles hier in dem Makro 4 definiere, auch hier diese Einstellung von diesem Regler ist, dass ich halt alles an einem Platz habe. So kann ich das dann halt auch nachher wieder in den Fernsteuerungen unterbringen und kann mir hier eine neue Seite anlegen, zum Beispiel, zack. Und könnte jetzt zum Beispiel den Parameter und hier den Amount, und wenn ich das geschickt machen würde, würde ich hier vielleicht noch Filter irgendwie angeben und hier auch nochmal, und hier auch nochmal Filter. Und dann sehe ich hier schon, okay, Filter Parameter, Filter Amount, kann ja jetzt irgendwie drehen, kann hier auch diese ganzen Sachen ausblenden und kann das jetzt hier direkt mit meinem MIDI-Controller steuern. Wenn ich jetzt ein Device hätte, was einfach mehr Optionen zum Modulieren hätte, zum Beispiel wie so ein Phase 4 zum Beispiel, wenn ich mir das angucke, ich könnte ja hier alle möglichen Parameter mit so etwas, mit so einer Automation oder mit so einem Pseudo-MSEC einfach modulieren. Und dann hätte ich hier halt einfach eine größere Anzahl an diesen Makro 4 Reglern. Und wenn ich den Parameter wie hier nicht hier zuordne, dann müsste ich ständig im Instrument suchen, wo muss ich das jetzt hier anpassen. Und so habe ich das alles schön an einem einzigen Ort, kann das wie gesagt auch gleich noch vorne in die Remote Controls reintun und habe da einfach eine schöne Übersicht und ist auch schön klar, was wie wo gemacht wird. Ich muss das nur ein einziges Mal machen und dann ist das Ding einfach mal definiert. So, und jetzt kommt noch so eine kleine Geschichte, beziehungsweise haben wir das auch vorhin gemacht, denke ich mal, hier mit diesem Reinladen von den Clips. Mache ich jetzt eine temporäre Spur auf und lade jetzt hier zum Beispiel meinen Clip rein. Nehmen wir den Rhythm 2 und dann doch den Rhythm 1. Und dann zum Beispiel den Stutter 16 und noch den Stutter 32, den ich da habe. Und jetzt könnte ich das Ganze auf dieser Temporär-Spur, das ist ja alles nur temporär, mit all diesen Tool-Automationen, gehe ich jetzt einfach mal hin und sage, ja, ich mache das jetzt hier die ersten zwei Takte so. Und das packe ich dann hier hinten hin. Muss das Grid ein bisschen mit Minus adaptiv machen. So, dann mache ich das, dann mache ich das 16er hier hin und das 32er hier hin. Jetzt habe ich oben was gelöscht. Deshalb machen wir das nochmal. Das 32er kommt hier hin. Und das 16er kommt hier hin. Und jetzt habe ich quasi meine Automation hier am Start. Das Ganze klingt dann hoffentlich so. Nämlich gar nicht. Ach so, nee, doch, klingt doch so. Ich habe das ja noch auf der Temporärspur, und jetzt ziehe ich ja einfach das Tool hier hoch, zack, lösche die Temporärspur zum Beispiel oder lege nochmal eine neue an und da lade ich jetzt zum Beispiel den Filter rein und den verteile ich jetzt hier schön. Da ist die Automation. Den kann ich hier auch loopen zum Beispiel. Und das Loopen geht nur, wenn ich vorher an der Automationsspur nichts geändert habe. Und sage, okay, so soll das klingen. Dann ziehe ich es auf den Polysynth hoch, die Temporärspur lösche ich. Jetzt habe ich mal hier den Polysynth, ein Tool und einen Filter. Und wenn ich das jetzt hier abspiele,
So, und so geht das Ganze. Und das ist quasi so mein Workaround für MSEC und zum Aufbau so einer kleinen Clip-Library oder Automations-Library, was ziemlich schön ist, und man braucht halt nicht wieder ein extra Tool dafür, was man reinladen muss für, sag mal, so gängige Sachen. Auch sowas wie Kick-Base-Ducking kann man schön mit so einem kleinen Clip quasi machen. Und dann ist das Thema relativ schnell erledigt, beziehungsweise ja, ob man das dann als Clip vorbearbeitet oder nicht. Ach, könnte ja zum Beispiel hingehen und sagen, gerade bei diesem Kick-Ducking, nehme jetzt hier zum Beispiel ein Tool rein. Ich mache das jetzt mal nur auf die Schnelle. Und ich mache das jetzt mal ohne die Dynamik hier. Zack. Und da würde jetzt auf der Spur ein Bass laufen und den Bass wollen wir natürlich ducken. Und zwar ist es ein, gehen wir davon aus, dass das ein 4-to-the-floor-Rhythmus ist. Das heißt, jedes Mal, wenn die Kick hier schlägt, soll der Bass geduckt werden. Und ich würde das jetzt zum Beispiel so einstellen. Ich mache das jetzt einfach mal so völlig blind, ohne Sinn und Verstand. Na, gehst du weg? So, dann nehme ich hier so ein Tool. Dann kann ich das hier auf einen Viertel kürzen zum Beispiel. Mal gucken, ob das funktioniert. Die zwei sollten weg. Mal schauen, ob ich das jetzt hier loopen kann. Nee, leider nicht. Das funktioniert nicht. Aber ich könnte es hier mit Steuerung D einfach duplizieren zum Beispiel und nachher alles markieren hier und Steuerung J drücken, dann habe ich einen einzigen Clip, der ist jetzt komisch lang hier, aber egal. Und dann vielleicht noch der kleine Hinweis, das wisst ihr vielleicht oder auch nicht, und wenn ihr es nicht wisst, dieser kleine Wally hier unten, der Automation Follow Clip Editing, was unten hier auch in der Statusleiste angezeigt wird, der muss an sein, wenn ihr die Automation mit dem Clip verschieben wollt. Wenn ihr das nicht wollt und den Clip einfach so verschieben, einfach hier unten deaktivieren. Clip verschieben, die Automation bleibt da, wo sie soll. Oder halt einfach wieder zurück, aktivieren und verschieben. So, das war's an der Stelle. Falls euch das Video nicht gefallen hat, dann lasst keinen Daumen da, kommentiert bitte nicht und abonniert auch nicht den Kanal. Damit stellt ihr sicher, dass ich irgendwann mal mit den ganzen Tutorials aufhöre und ihr habt eure Ruhe. Wenn nicht, dann macht einfach, was ihr wollt. Und ich hoffe, wir sehen uns dann wieder. Bleibt gesund, macht's gut, bis dann. Ciao, ciao. Bye.